Also jetzt, weil der, was getötet worden ist, war nicht der, den wir die ganze Zeit gesehen hatten. Gehe ich mal von aus. Verstehst du, was ich meine? Ja. Hör mal, ich verliere gerade so ein bisschen die Orientierung. Es ist so düster hier. Immer an Wenn das das rote Licht. Licht halten. Ah ja. Ah. Ja, Genau, obwohl das irgendwo liegt. Sprunghebelchen betätigen, hast die Erfahrung. Hat ja bisher mal gut geklappt. Ah, Wusch. das hat er immer ganz gut gemacht hier. Local Power. Na geht doch. Bitte! Bitte! Ja, okay. Schön, dass ich es gerade auflöst. War nicht auch nur eine Puppe. Das war nämlich der, der draufgegangen ist. Ich glaube, da ist noch irgendwo noch so ein ganz big, großes Geheimnis. Hä? Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass das hier wieder so ein Video ist. Das ist irgendwie so. Hatten wir bei den ganzen Leuten, was wir jetzt schon so am Rande mitgekriegt hatten, jemanden, der Arzt oder Krankenschwester oder irgendwie sowas war? Was, wie meinst du jetzt so? Ja, wir haben jetzt schon von ganz vielen Leuten gelesen, gehört, Ach so. Schriften gefunden. War da einer dabei, der irgendwie so Arzt oder Totengräber oder irgendwie sowas war? Bestatter? Weil er muss sich ja Weiß mit ich jetzt ehrlich Anatomie gesagt doch nicht. recht gut auskennen, wenn die das da machen, ne? Also die wissen schon, was sie da tun. Da ist wieder ein Knöpfchen. Ach so, das kann nur so. Also. Das ist ein Drückeknopf. Da muss ich ja sowieso gleich drücken. Jetzt wollte ich mal die Puppe nochmal angucken. Da war noch eine Tür, ne? Ja. Hat auch schon wieder drei so rote Schalter hier. Da kann ich jetzt hinlangen. Hallo! Moment! Ein Fake! Ich bin dabei! Verdammte Scheiße! Eins, zwei oder drei? Ich will da nicht hin, danke. Frage ist, was soll das bringen? Ich weiß so auch nicht. Soll ich da drücken? Ich habe keine Ahnung. Einfach mal alle durchdrücken? Also ich wüsste jetzt nicht, was passieren könnte. Entscheide selber. Ist deine Figur? Ich weiß es nicht. Ich würde auch überlegen, ob ich drücken würde oder nicht. Sie haben keinem weh getan. Lass sie in Ruhe. Wir tun, was du willst. Oh, das sind Aufnahmen von Opfern. Bitte! Bitte! Ich tue alles! Wie stackt sich die Animation? Nein! Bitte! Lass sie in Ruhe! Creepy. Creepy, creepy, creepy. Dann bleibt ja wohl nur noch dieser Knöppel hier. Ah, warte mal, wir haben hier noch ein Flucht. Nee. Oh. Oh, Moment. Warte mal, da war doch ein Text hier. Ja. Text, komm doch wieder her. Text. Guck mal wieder nach unten. Also das ist eine automatische Müllentfernungsanlage. Naja, wenn du zu weit läufst, dann kommst du in die Schredderdinger rein. Geh mal ja. nach, aber geh mal nach unten. Guck mal nach unten. Gibt's da noch eine... Da gibt's ein extra Switch-Off and Lock-Out. Remember to Switch-Off and Lock-Out. Stay clear of the moving belt. Also man soll nicht auf das Laufband gehen. Und... An der Sicherungsleiter quasi entlang. Also das heißt, wir müssen die Leiter jetzt dann quasi finden, oder? Oder es gibt dann da drin eine Leiter, die man dann, so eine Sicherungsleiter. Ja, also erst auf dem Förderband entlang und dann die Sicherungsleiter, oder? Gehe ich mal von aus, ja, genau. Ja, genau.
Weil ich, ich vermute einfach mal, auch zu Reparaturzwecken muss da einer einfach mal auch drauflaufen und mal hinkrabbeln oder sonst was. Kannst du mir nicht weiß machen. Tja. Kann das bitte langsamer fahren? Das ist mir zu schnell. Mann. Ich guck nochmal, ob der Text nochmal kommt. Das ist geh, sehr schön. Geh nochmal weg und beweg dich einfach nicht. Mach's nochmal weg und guck's nochmal an. Nee, mach's nochmal komplett weg. Ach so. Weg, genau. Und beweg dich einfach nicht. So ein Scheiß. Na, das mag nicht so recht. Also gut, dann gehen wir jetzt mal aufs Förderband. Und ich hoffe mal, dass ich da jetzt noch ganz schnell die Leiter finde. Fuck, ist die Leiter auf der... Ah! Ja. Oh, fuck, komm, Mio. Das ist schlecht. Bereite dich drauf vor, irgendwas wild zu drücken. Nö. Wow. Wow, Mama Mia. Ich vermute, das wäre eine Null-Toleranz-Grenze gewesen. Ja, das glaube ich auch. Ein Fehler und der Typ ist halt einfach mal... Matsch. Moose. Ob es das wirklich gab in solchen großen Häusern, so Hotelhäusern, solche Zerschredderungsmaschinen? Fände ich schon krass. Achso, ich bin dran. Ja klar, um die Gäste zu entsorgen, die nicht bezahlt haben. Ja, genau. Shit! Immer ein gutes Zeichen zu schreien. Ich habe bei solchen Quicktime-Events halt immer so ein bisschen Bammel, dass das halt mit einem Delay immer so ein bisschen blöd ist, weil die, wenn ich drücke, ist es halt nicht so hundertprozentig direkt. Ja, diesmal kann ich... Ich bin's! Hier rein! Ja. Diesmal kann ich dir aber nicht helfen, so bei... Wie bei nee, alles gut, aber... Oder Lost Hope? Ach, irgendwas mit Hope. Ich meine, das ist nicht viel, aber du merkst halt, dass immer das da ein ganz kleiner Glitter ist. Auch schön, dich zu sehen, Kate. Du lebst noch. Hör mal, ich habe was Neues herausgefunden. Was? Der Kerl auf der Fähre, das war nicht Dumet. Das war Joseph Morello. Verfasser von True Crimes, hab eins seiner Bücher entdeckt. Was hat er mit all dem zu tun? Keine Ahnung. In einem der Schlafzimmer, da war eine Leiche, eine Frau. Sie wurde enthauptet. Das war Joseph Morellos Frau. Hab ein Foto von ihr gesehen. Ihr Name war Michelle. Wir sind also nicht die ersten Opfer. Hast du Mark gesehen? Nicht leibhaftig, aber auf einem dieser Bildschirme hier. Gott sei Dank. Ich war schon fast krank vor Sorge. Ich hab Dumet aber auch hier rumspuken sehen. Und trotzdem frage ich mich, warum der Morello... Wie dann? Also wie ist der rausgekommen? Hat die Leute geholt und ist... Warum hat er die rein?
abgelockt. Naja, reingelockt ist doch ganz klar. Lock sie rein oder ich töte deine Familie. Oder dein Kind oder was noch übrig ist. Oder? Achso, na ja, gut. Warum er da war? Er ist Schriftsteller, er ist wahrscheinlich eingeladen worden. Er hat Videoübertragung, Aufnahmegeräte, ein Mischpult für unzählige Mikros. Er sieht einfach alles. Nicht nur das. Hier kommen Leitungen zusammen, Schalter, Hydraulik, Strom, alles. Von hier aus steuert er das ganze Gebäude. Wie weit geht das runter? Das ist alles verbunden. So spuckt er durch das Haus. Was? Charlie wird sagen, er hat eine gespaltene Persönlichkeit. Dass er eine Maske trägt, um das, was er tut, einer anderen Person unterzuschieben. Das ist wahrscheinlich nur seine Theorie, weil er nicht damit klarkommt, dass ein Mensch sowas tun kann. Wie lese ich Stoff? Ich komme. Ihn als irre abzutun. Er weiß ganz genau, was er da tut. Nur tickt er anders als der Rest von uns. Und das ist nicht irre? Darf ich jetzt? Irre heißt irgendwie außer Kontrolle. Sieh dich doch um. Methodisch, alles. Das ist nicht irre. Nein. Betreff, meine Bestellung. Er trägt die Maske einfach als Teil der Vorstellung. Kann höchstens sein, dass er sich bei was unsicher ist und dass sie ihm Selbstvertrauen gibt. Unsicher? Wie? Kein Selbstvertrauen? Fühlt er sich auf Partys nicht wohl? Hat ihn seine Mami nicht genug umarmt? Na, schlechte Erziehung kann durchaus ein Faktor sein. Und ein lausiger Vater mit Sicherheit auch. Oder Onkel. Eigentlich alle Erwachsenen. Liest du unsere Unterlagen nicht? Als ob. Ich kümmere mich um das Licht. Halte doch mal die Backen. Bestimmt ist er ein typisches Beispiel. Wow. Miese Kindheit, also jetzt mal ganz ehrlich. Wut. Als Erwachsener ist er entweder ein Erfolgsmensch oder ein Sonderling. Nichts dazwischen. Sie ist ja bekannt für Psychoanalyse. Er will eine Machtposition haben. Vor allem über Frauen. Fernseher. Okay, aber warum? Echt viele Leute machen sowas durch und werden trotzdem keine Mörder. Abgesehen von der ungesunden Obsession mit H.H. Holmes. Er kopiert ihn. Ganz klar. Take a look at this. Ja klar, jetzt sind sie bei Englisch. Ach, was jetzt sehen wir, wo Charlie war. Jetzt sehen sie gleich, dass du da bist. Das war ein Trick? Es gab keinen Hausmeister. Aber da trug jemand eine gelbe Jacke mit unserem Zeug. Das war dann wohl Mr. Dumit. Können wir mit dem Zeug hier rauskommen? Vielleicht können wir die Fenster im Foyer öffnen. So, könnt ihr jetzt mal ganz kurz. Vielleicht 2 Minütchen euer Schnütchen halten. Nochmal. Betreff meine Bestellung, bla bla bla. Von Amber Harris an Brandon Day, gesendet 6. Juni 2017. Danke, Brandon. Ich habe unsere Hersteller angewiesen, weiterzumachen. Wir werden sie, wie versprochen, in jeder Phase mit Fotos über den Fortschritt auf den Laufenden halten. Wie im Vorfeld besprochen, lassen wir Diskretion bei der Produktion walten. Danke, Amber. Von Brandon Day an Amber Harris, gesendet am 6. Juni 2017. Guten Morgen, Amber. Vielen Dank für Ihre Antwort, die mich beruhigt hat. Ich habe jetzt beunruhigt gelesen. Die mich beruhigt hat. Ja, die Kosten sind völlig in Ordnung. Bitte weitermachen. Erinnerung, Sie sollten vertraulich bleiben. Mit besten Grüßen, Brandon. Amber Harris an Brandon Day, gesendet 6. Juni 2017. Guten Morgen, Brandon. Ich kann Ihnen versichern, dass alle unsere maßgefertigten Masken sehr robust sind. Sie werden oft bei langen Theaterproduktionen mit intensiven Action-Szenen eingesetzt. Das Material für Ihre Masken ist ein kunstharzbeschichtetes Holz, das eine erhöhte Festigkeit aufweist und sehr langlebig ist. Die Gesamtkosten würden sich auf $1,800 ohne Steuern belaufen. Lassen Sie mich wissen, ob das für Sie in Ordnung ist. Dann wird unser Hersteller mit der Produktion fortfahren. Danke, Amber. Von Brandon, bla bla bla, Kannst du die vielleicht nochmal nehmen? Nee. Achso, das hört unten einfach auf. Ich hab's nicht in der Hand. Ich guck nur drauf. Achso.
was krabbelig an. Hier ist die Polizei! Mr. Mandel, hier ist die Polizei! Können Sie bitte die Tür öffnen? Mr. Mandel, ich bin Officer Stanley von der Polizei Chicago. Hören Sie mich? Agent Mandel! Fuck! Fuck! Oh! Ah! Zentrale, hier spricht Officer Stanley. Ich brauche Unterstützung in die West 15th Street. Bitte um Verstärkung. Ich bin in Agent Mandels Wohnung. Hier ist überall Blut und eine Leiche. Ich brauche sofort Verstärkung. Ich glaube... Das waren dann die Polizeikollegen, oder wie? Ja, das war halt ein normaler Streifenpolizist, der wahrscheinlich wegen Geruch oder irgendwas hergerufen worden ist. Ja gut, das sind die ganzen Zimmer, ne? Da hätten wir noch eine... Jetzt geh doch mal aus dem Weg. Er beobachtet uns seit unserer Ankunft. Mark wurde zuletzt im Keller gesehen. Wer ist Mark? Ach, der. Ja, Charlie. Aaron steht durchgestrichen, ne? Die genau, Charlie Brennofen durchgestrichen. Also den hat er wohl abgehakt. Erstickungsraum durchgestrichen. Mark Keller. Mark Keller ist auch ein Schauspieler, nur so nebenbei. Jamie südlicher Korridor und Kate nördlicher Korridor. Hä, wie hat er denn das da durchgestrichen? Die Namen sind noch nicht durchgestrichen. Ja, Moment. Darfst du ja nicht. Ja, pass auf. Das Spiel ist ja nicht so schlau, dass es da die Textur austauscht, wenn da einer von uns stirbt. Ich meine, überlege mal, wie viele Kombinationen an Textur die da bräuchten. Ich glaube, das ist das Ding. Deswegen ist es nur in diesem Text da durchgestrichen, aber nicht auf der Tafel. Ja, das macht Sinn. Da haben wir ja schon reingeguckt. Die Türen sind alle dicht. Ich kann mal diese. Dafür war nicht genug Budget da. Da einfach irgendwo so ein paar animierte Striche noch reinzumachen, die man einen ausblenden kann. Was willst du jetzt machen? Runterschubsen? Was wird denn das jetzt? Kein Aufzug, nee. Ja, wo geht's? Da ist doch noch so eine Treppe da. Ja, ja. Da war ja, noch ja. So eine. Da hier. Ja, ja. Du kannst auch runtergehen, oder? Ja. Also, das heißt, ich glaube, oben wäre es doch angenehmer, oder? Also, oben ist mehr Licht. Oben ist mehr Licht, schön blau. Ich dachte eigentlich, es hört gleich auf. Oh fuck. Ah. Ich denke mal, du musst eh runter, oder? War da nicht irgendwas von wegen Nein, einer, wo du zuletzt im Keller gesehen? Ja, nee, das war die Aufstaffung, wo die sind. Also, wo wer als letztes gesehen worden ist. Aber mein Auftrag ist erstmal hier den Raum zu durchsuchen. Und da gehört das da unten halt dazu. Ah, jetzt kann ich jetzt wieder mit dem Stift hantieren. Das machen wir gleich. Ja. Jetzt achte ich auch drauf. Reibe. Reibekuchen. Fischbody? Was? Michelle wirkt ursprünglich positiv aufgeregt, dann jedoch wieder unruhiger. Selten allein, schwieriger, sie zu separieren. Ist gestern Nacht im Hotel herumgewandert. Gelegenheit? Bad nicht im Familienzimmer genommen. Merklich müde am Ende des Tages. Trinkt in Gesellschaft. Ausnutzen starke Schlaftabletten. Sie muss bei Tagesende drankommen. Erhält Wein und Schlaftabletten beim Baden. Separieren. Okay. Harrison Lee. Tod durch Ersticken, Falle von Ankunft der nächsten Gruppe zurücksetzen. Lavis Lee, ertrunken, Leiche aus einem Becken gefischen. Denzel Hall, Tod durch Blutverlust nach Aufspießen auf einer Sonnenuhr. What the fuck? Leiche bereits entsorgt. Kurt Hall, mehrere Schusswunden. Thomas Hall, eine Schusswunde, Hinrichtung. Warte mal, Hinrichtung? Hinrichtung. So, wen habe ich da oben vorgelesen? Michelle. War das vielleicht... Warte mal, wir haben doch da am Anfang mit der Axt, die da von der Decke kam, einen getötet. War das vielleicht der? Meinst du die Sense? Nee, das war doch dieser Roboter mit dem Regenmantel.
Okay, ja, ja. Okay, meinetwegen. Das ist doch der Gag. Chun, ach Chun, ich hab Thun, Tuna, Tune, Chun Collins. Tuna. 41 Jahre, aufgeschlossen, leicht zu beeinflussen, gesund, scheinbar keine großen gesundheitlichen Probleme im Umkreis von 1000 Kilometern. Kernfamilie von 5, keine Kontakte zu erweiterten Familienkreis, spricht fließend Spanisch und Französisch, beidhändig. Die kann beidhändig Spanisch und Französisch sprechen, geil. Reist viel. In Spätnachts joggen. Joggt auch auf Reisen. Entschuldigung. Konnte nicht widerstehen. Es weiter. Weiter geht's. Sind nicht die Ersten. Ganz viele andere Akten. Oder? Ach, das fällt dir jetzt auf, dass ihr nicht die Ersten seid. Andrew Collins, 38 Jahre, durchschnittlicher Körperbau, war Amateurboxer, zuerst nehmen. Unbekannte Krankheit, nachforschen. Rechtshänder, unsicher. Kleiner, aber eng verbundener Familienkreis. Werde sie anrufen. Ein Elternteil verstorben, der andere krank. Krankenhausrechnung, Last. Koffeinsüchtig. Oh, das ist, also das untere könnte ich sein. Ja, talentierte Tuner. Beidhändige Fremdsprachen sprechen. Respekt. Naja, also wenn es Italienisch gewesen wäre, hätte ich es ja verstanden. Ne? Aber Spanisch? Spricht man das mit den Händen? Zeichensprache? Er analysiert uns. Da sind wir. Aber unten rechts auch der Pizzalieferdienst drin, ne? Ja, ja, und linke Seite schon tot. Ach nee, Quatsch, mal, er lebt ja noch, der eine. Ja. Hast du doch nicht hingerafft. Nee, nee. Aber den hat er gar nicht mehr auf dem Fokus, ja. Das stimmt. Das könnte unser Vorteil sein. Außer aus meinem Kopf. Ja, achso. Ach das, du Scheiße. Das ist alles über mich. Scheiße. Persönliche Gesundheits- und medizinisches Formular. Name des Patienten Jamie Tigran. Alter 26, Geburtsdatum 7.8.1996. Alles aufschreiben, Daniel, ne? Die Zahlen. Könnte eine Kombi sein. Ja, sicherlich. Ne, Barum macht das schon im Chat mit sich. Genau. Geschlecht weiblich. Ethnische Zugehörigkeit, afroamerikanische Blutgruppe A+. Wollen wir das jetzt alles lesen? Name des Krankenhauses, Running Water Medical Center. Aber wie der auch an die letzten Untersuchungen kommt, ne? Ja, vor allem so Patientennummer, Versicherungsnummer. Oh, hat schon ein bisschen was so. Beleuchterin. Der weiß ja alles. Aber man weiß auch was von der Beziehung. Handschriftliche Anmerkungen, selbstzerstörerische Tendenzen, impulsiv. Kate Wilder, was steht denn da alles? Ich durchfließ mal. Flieg mal. Frauen, Krankenhaus, bla bla bla. Moderatorin, Raxotin, Anfangsdosis. Der weiß ja alles! Der weiß ja wirklich alles! Patient hat die Medikamente am 23.22. zugunsten von Naturheilmitteln abgesetzt. Ja, du bist ja doof. Chronisch oder wiederkehrende Erkrankungen, Angstzustände, Allergien, Penicillin. Weitere Anmerkung. Rezidivierende PTBS. Handschriftliche Anmerkung. PTBS. Ach hey. Warte mal, wir gehen da mal kurz durch. Bei der Erin hat er unten noch so Zeug angekreuzt. Ja, ne, ja, dass sie deswegen halt, gehe ich ja runter. Asthma-Zeug hat. So, da. Asthma, Hausstaubmilben, weitere Anmerkung, keine handschriftliche Anmerkung, angeschlagenes Selbstbewusstsein. Okay, das waren die Dinger. Mark Nestor, Blutgruppe 0+, Brenda, Nestor, Mutter. Keine chronische oder wiederkehrende Erkrankung, keine Allergien, keine weitere Anmerkungen. Kürzlich wegen Agoraphobie behandelt. Handschriftliche Anmerkungen. Warum stehen bei ihm Ferryman drauf? Fernmann? Ja, keine Ahnung. Kann ich weiterblättern? Der Charlie ist gerade da drin, ne? Doch. Oder? Doch, der kommt zum Schluss. Wie alt ist der? Borderline. 49. Hey! Ich habe die falsche Taste gedrückt.
Wie akribisch. Borderline-narzisstisch. Mhm. Regisseur, Medikamente, keine chronisch oder wiederkehrende Erkrankungen, keine Allergien, keine weitere Anmerkung. Raucher, handschriftliche Anmerkung, narzisstische Seite. Ja, gut. Muss man, glaube ich. Darum der nächsten Untersuchung. Ja, heftig. Darum der letzten Untersuchung, darum der nächsten. Das heißt, wir bewegen uns gerade zwischen dem 7. und dem 10.3. eigentlich, oder? Ja, anscheinend. Warte mal, steht auf der Rückseite noch was? Ich habe nämlich gar nicht drehen können. Sorry. Naja, guck mal. Aber ist nichts. Okay. Fallen lassen. Fallen lassen. Nein, 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 nein. Mach doch nicht wieder auf. Ich hämmer schon die B-Taste. Das ist ja akkurater als so ein Freundschaftstagebuch, was man früher in der Schule noch hatte. Ja. Mal da irgendwas machen? Hat sowas die heutige Generation noch? Gibt's sowas noch? Ja, füll mal den Blog aus. Im Internet. Hier ist uns nichts mehr, oder? Nee. Dann hast du tatsächlich richtig geraten und dann geht's quasi oben. Oben weiter. Kanonisch weiter, genau. Laufen wir mal so durch, aber. Die Türen sind ja auch alle dicht, ne? Ja, ja. Na gut, dann gehen wir mal hoch. Ja, die tut was für ihre Gesundheit. Schön. Rauf, rauf, rauf. Immer schnell die Treppe rauf. Und dann erwartet uns die Spinne, ja? Jetzt sind wir ganz oben. Jetzt sehen wir gleich den Bauplan, die Blaupause. Oder die Schwachstelle, den Reaktor, wo ein Flugzeug reinfliegen kann. Erstmal gucken wir uns ein kleines Video an. Was ist das? Oder? Ach ja, komm. Hi, Mr. Monday. Hier ist Lucinda Price. Ey, die hat schon geredet, als. Oh, also. Okay. Ich habe schon ein paar Mal angerufen. Hä? Sie machen also Tonaufnahmen von ihrer Mutter. Und wir befürworten die Unterstützung von Verwandten und verstehen, dass sie Erinnerungen schaffen wollen. Aber. Uns haben Beschwerden von Bewohnern erreicht, die das stört. Sie stört die Lautstärke und auch der Inhalt der Aufnahmen. Und auch der gewählte Tonfall. Wir bitten Sie also, die Aufnahmen mit sofortiger Wirkung einzustellen. Rufen Sie bei Diskussionsbedarf gern an. Danke. Okay, ich wollte es nur einfach besser hören. Okay, hier geht's weiter. Ja, hier geht's weiter. Ich guck noch mal kurz. Rechts. Hallo? Rechts noch was ist? Ne, okay. Dann pausen wir mal blau. Such mal den Ausgang. Ja. Over here. Das hier. Damit bewegt er Wände und macht seine Tricks. Nichts in diesem Drecksloch ist echt. Er kontrolliert alles von hier aus. Das ist eine Mordfabrik. Ja. Wir sollten das gegen ihn verwenden. Okay. Was ist der Plan? Okay, so. Er ist hier drin, ja? Wir bringen ihn dazu, den Flur lang zu gehen. Und wir schließen vor und hinter ihm die Wände. Dann kann er nicht mehr raus. Steckt fest. Okay. Aber wie willst du ihn dazu bringen, den Flur lang zu gehen? Ich bin der Köder. Jemand von uns muss... Köder sein. Oh. Nein, keine Chance. Das ist zu riskant, Jamie. Ihn rumlaufen zu lassen auch. Das ist sogar noch gefährlicher. Komm schon. Hier gibt es keine zweiten Chancen. Das ist mein Plan. Ich bin der Köder. Wenn du meinst? Ich bin raus. Aber wenn du glaubst, es wird nicht klappen, hau verdammt nochmal ab. Einverstanden. Ach so. Nee, nimm du ihn. Du könntest den zur Not als Waffe nutzen. Ich behalte den mal. Ja. Werd ihn eher brauchen. Das ist jetzt in beiden Richtungen quasi die Notversion, oder? Wenn irgendwas schief geht. Ich befürchte. Okay.
nicht sentimental werden. Ja, und hast jetzt entschieden, wer quasi nochmal einen Plan B hat. Gehen wir es an. Halt dich an den Plan. Natürlich. Ich meine, er jagt dich. Wie kommen wir hier raus? Der zweite Stock ist noch nicht fertig. Ich glaube aber schon, dass du dann halt das Ding steuern musst und rechtzeitig halt dich bereit. Du musst es genau timen, damit du ihn erwischst, nicht mich. Jetzt bin ich gespannt, wie das Spiel das hinkriegt. Okay. Jetzt oder nie.